Einen wunderschönen guten Morgen, Tag oder auch Abend. Nehmt euch eine heiße Tasse Tee, lehnt euch zurück und lasst euch auf eine Reise durch das Vorgebirge des Hügellands ein. Lange nachdem das Königreich Arathor in die sieben Königreiche zerfiel, breitete sich Lordaeron in diesem Gebiet aus, auch wenn in der Nähe des Lordamersees das Königreich Altarak sowie die Magiermetropole Dalaran befand und somit zum Grenzgebiet zwischen den rivalisierenden Altarak und Stormguard wurde. Dennoch waren die Einwohner des Hügellands geschäftig und stolz. Sie arbeiteten hart daran, ihre Gegend in dem friedlichen Zustand zu halten, der sich bis zu dem zweiten oder gar dritten Krieg eingestellt hatte. Somit tolerierten sie keinerlei Kriminalität. Die Strafen hierfür waren dementsprechend recht brutal. Immer wieder traf man auf Bewohner des Hügellands an, die Lordaerons traditionelle Farbe Weiß mit Liebe trugen. Nach dem Zweiten Krieg feierten sie jährlich das Fest Hordefall, das den Fall der Horde symbolisierte. Sie feierten dieses Fest mit gröhlendem Gesang, Umtrunk sowie das Anzünden kleiner Orkpuppen. Nur wenige Einwohner des Vorgebirges segelten nach dem Dritten Krieg mit Jaina Proudmoore nach Kalimdor, wo sie in den Düstermarschen ihre stolze Stadt Terramor baute, da es ihnen seltsam erschien, dass ein neuer mysteriöser Kontinent mehr zu bieten hätte als ihre eigene Heimat. Sollte die Geißel jedoch weiter nach Süden vordringen, könnten sie jedoch ihre Meinung womöglich noch ändern. Dabei wurde das Vorgebirge durch seine Abgeschiedenheit weitestgehend von der Geißel verschont, mit der Ausnahme Dalarans, das die Geißel verwüstete. In dieser schönen Landschaft fanden wir einst zu Classic-Zeiten einen recht friedlichen Landstrich mit einigen Bauernhöfen sowie größeren Siedlungen. Obwohl Süderstaden nur eine Kleinstadt ist, war es dennoch die größte Niederlassung der Allianz im Vorgebirge des Hügellandes. Einst war hier eine kleine Allianzgarnison stationiert, welche bemüht war, die Bevölkerung gegen das Syndikat, die Verlassenen sowie die Geißel zu schützen. Für ihre geringe Größe waren sie verhältnismäßig erfolgreich. Nachdem im Ersten Krieg die Orks Stormwind eingenommen haben, landeten hier die Flüchtenden aus Stormwind mit ihren Segelschiffen, bevor sie nach Lordaeron weiterzogen, um vor allen menschlichen Königen, wie auch Vertretern der Hochelfen sowie Zwergen Hilfe zu erbitten. Die Bürger des Hügellands kämpften im Zweiten und Dritten Krieg gemeinsam mit der Allianz gegen die Bedrohungen. Sie haben sich ihren Frieden nach den ganzen Schrecken des Bündnisses der Orks mit den Armani-Trollen wie auch des Untodes hart verdient. Ein Umstand, der ihnen durchaus bewusst ist, vor allem nachdem sich nach dem Dritten Krieg weitere Gefahren am Horizont erhoben. Die Verlassenen, die ihren freien Willen vom Lich King zurückerlangten, nahmen Tarens Mühle ein, Murlocs und Nagas machten sich an den Küsten breit, ehemalige adlige Altaraks, die sich zum banditischen Syndikat zusammenschlossen, und aus dem Norden her drängen Oger, die sich in den Ruinen Altaraks festsetzten. Dabei sehnten sich die Einwohner nach einem dauerhaften Frieden, den sie einst zu haben schienen. Jedoch scheint dieser momentan außerhalb ihrer Reichweite zu sein, denn als Gara Schöllschrei zum Kriegshäuptling wurde, verdoppelten sich auf seinen Befehl hin die Bemühungen der Verlassenen, das Gebiet um Lordaeron herum nicht nur für sich, sondern auch für die Horde zu erobern. Nach dem Kataklysm wurde Süderstade also durch die Verlassenen mit Hilfe der Seuche zerstört. Durch einige eigene Untersuchungen kristallisierte sich heraus, dass durch die hohe Konzentration der Seuche dieses Gebiet nun erstmal für ein Jahrhundert nicht mehr bewohnbar ist. Tarens Mühle liegt im Norden des Vorgebirges und ist heute eine von Untoten übernommene Menschensiedlung.
Sie war geschichtlich eher unbedeutend und kam erst durch die Übernahme der Verlassenen zum Vorschein. Mithilfe des Dungeons Flucht aus Dornhold, dessen Eingang wir in der Höhle der Zeit finden, besuchen wir diese kleine Siedlung zu Zeiten, als sie noch von Menschen besiedelt worden war. Hier leben wir die alternative Zeitlinie, in der Thrall nicht mit Hilfe Tarettas Hilfe aus dem Internierungslager entkommen soll. Einst, wo blühende Felder der menschlichen Bewohner des Hügellands standen, haben die Verlassenen dieses Gebiet nun überrannt und einen Stützpunkt aufgebaut. Mit den hier gefangen gehaltenen Menschen werden vom Kopf der Schlickerfelder Experimente durchgeführt. Diese Experimente erzeugten schließlich Monstrositäten, gegen die sich die Betroffenen selbst jedoch nicht wehren konnten und die Schrecken der vorherigen Wochen übertreffen soll. Genauso wie die Nebeneffekte der Experimente bewirkten, dass einige der Verlassenen zu gehirnlosen, wandelnden Zombies wurden. Etwas weiter nördlich gelegen, noch bevor wir den Dalaran-Krater erreichen, finden wir hier tatsächlich ein kleines Easter Egg vor. Hier können wir das Minispiel Plants vs. Zombies spielen. Neben der Flucht aus Dornhold treffen wir auf das einzige Internierungslager auch in dem aktuellen Zustand vor. Nach dem Zweiten Krieg war Dornhold die Kommandozentrale für die Verwaltung der orkischen Internierungslager. Edalas Schwarzmoor fand den Säugling Thrall bei seinen erschlagenen Eltern Draka und Durtan von den Frostwölfen und brachte ihn nach Dornhold. Dort wurde der spätere Kriegshäuptling ausgebildet, trainiert und von Schwarzmoors Dienerin aufgezogen. Doch Tareta Foxthorn hatte andere Pläne, denn sie wurde nicht nur eine enge Freundin von Thrall, sondern auch Familie für ihn. Thrall wurde hier bis zu seiner Flucht als Diener von Lord Edalas Schwarzmoor gefangen gehalten und als Gladiator ausgebildet. Tareta verhalf Thrall zur Flucht, indem sie die Wachen ablenkte. Mit ein paar weiteren Orks verschwand Thrall aus dem Internierungslager. Auch wenn Thrall sie darum anflehte, mitzufliehen, lehnte sie dieses Angebot ab, gab ihm ihre Mondhalskette mit und erklärte, dass er damit jederzeit mit ihr in Verbindung treten könne, sollte er Hilfe benötigen. Und dieser Zeitpunkt kam dann schließlich auch, als Thrall zum Häuptling der neu geformten Horde wurde, sowie viele seiner Brüder und Schwestern befreite. Er bat Tareta um Hilfe bei den Verhandlungen mit Edalas Schwarzmoor. Sie erklärte jedoch, dass Verhandlungen sinnlos seien, woraufhin Thrall sie abermals darum bat, dieses Mal nun doch mit ihm zu kommen, da ohne Verhandlungen ein Angriff der Horde auf Dornhold unvermeidlich sei. Doch auch das verweigerte sie. Was sie zu dem Zeitpunkt jedoch noch nicht ahnte, war, dass Schwarzmoor sie die ganze Zeit beschatten ließ. Als sie nach Dornhold zurückkehrte, nahm er sie gefangen, befragte sie und als das nicht half, folterte er Tareta. Betrunken und außer sich vor Wut, ließ Schwarzmoor sie enthaupten. Nun, da Thrall vor den Toren der Burg stand und Schwarzmoor wieder besseren Wissens Verhandlungen vorschlug, verhöhnte dieser lediglich den Ork und warf ihm den Kopf seiner einzigen menschlichen Freundin zu. In tosender Wut ließ er die Horde die Burg angreifen, bat die Elemente, diese Burg zu zerstören und, als er Schwarzmoor vorfand, tötete er diesen gnadenlos. Damit beendete er das System der Internierungslager. Die Burgruinen wurden später vom Syndikat besetzt und als Außenposten genutzt. Heute werden die Ruinen jedoch von den Elementaren bewohnt. Einst wurde der Thoradin-Wall erbaut, um das menschliche Königreich gegen das Vorgehen der Armani-Trolle zu schützen. Doch mit Laufe der Zeit, als Strom an Wichtigkeit verlor und die 7 menschlichen Königreiche daraus entstanden, verlagerten sich auch gleichzeitig die Gefahren. Nun dient der Wall, das Hügelland vor den Gefahren zu schützen, die heute im Arathi-Hochland lauern.
Zumindest so lange, bevor der Kataklysm über Azeroth hereinbrach und die Verlassenen nun die ganzen Landstriche für sich beanspruchen. Am Ende des Thoradin-Walls trafen wir einst auf Sturmlanzenzwerge, die hier ihren Stützpunkt Dungarok errichteten und der Horde insbesondere zu Classic-Zeiten das Leben schwer machten. Mit dem Vormarsch der Verlassenen jedoch treffen wir nun auf die Geister der einst so stolzen Krieger der Zwerge, die beim Versuch, die Festung zu halten, starben. Truppen der Allianz unter Brando Eisenhammer versuchten nach der Schlacht um Lordaeron, Dungarok erneut zu erobern, nachdem die Verlassenen die Kontrolle über die ansässigen Geister übernommen hatten. Im heutigen Vorgebirge des Hügellands treffen wir auf die Ruinen von Altarak an, wo einst Arathos Magier mit den Hochelfen den Armani-Trollen eine Falle stellten und gegen sie gemeinsam kämpften. Die späteren Bewohner dieser Burg stellten sich als nicht so noble Herren heraus, denn Aiden Pirinolde sollte sich im späteren Verlauf des Zweiten Krieges mit den Orks gegen die Allianz verbünden, der sie eigentlich angehörten. Vor den Toren eben jener Ruinen treffen wir im Starnbrat immer noch auf ehemalige adlige Altaraks. Ihres eigenen Landes beraubt, verschworen sie sich gegen die Allianz und die Horde gleichermaßen und gründeten das Syndikat. Ein weiteres Stück Richtung Norden am Lordamersee treffen wir sogar auf ein kleines Anwesen, das dem Sohn Aidens und jüngsten Anführer des Syndikats gehörte, und zwar Elidan Pirinolde. Jedoch steht Dandrin Senke seit dem Kataklysm sowie das Oberland darum herum verlassen. Zwischen eben jenes Anwesens und den Altarak-Ruinen treffen wir auf uns feindlich gesonnene Arguswachten. Dabei ist die Arguswacht eine mit dem Syndikat in Altarak verbündete Splitterfraktion des Schattenrates. Man weiß zwar nicht genau, was die Arguswacht ist, nur dass mit dem Ork Nagas, einem Hierophant der Arguswacht, die Verbindung der Arguswacht und der Legion bewiesen wurde. Weiter östlich in den Bergen treffen wir auf die rivalisierende Schurkengruppierung des Syndikats an. Zu Classic-Zeiten konnten wir als Spieler sogar selbst im Ravenhold anwesen, uns diesen Schurken anschließen und sogar ein paar Sachen lernen, vorausgesetzt, wir waren selbst ein Schurke. Den Ruf selbst können wir jedoch mit jeglicher Klasse damit aufbauen, indem wir gegen das Syndikat vorgehen. Bei den berühmten Vierfingern dieses Gebirges, die ihr hier findet, findet ihr neben den Allianz-Camps, die sich auf einen Angriff auf die Verlassenen vorbereiten, auch die beiden Eingänge in das Altarak-Tal, das von den Sturmlanzen auf der Allianzseite, genau wie den Frostwölfen für die Horde-Seite bewacht wird. Nachdem Strom zu Stromgarde wurde und die Armani-Trolle besiegt waren, siedelten die menschlichen Magier in die Nähe des Ortes, an dem sie den Trollen einen Hinterhalt gelegt hatten. Der dritte Krieg überkam das Vorgebirge und auch wenn es größtenteils von der Geißel verschont geblieben ist, traf es Dalaran dennoch mit der gewaltigen Wucht des Untodes. Lange Zeit nach dem dritten Krieg verschanzten sich die Magier der Stadt hinter einer gewaltigen Kuppel, die keiner bezwingen konnte. Doch als die Verlassenen nach dem Leben der Magier trachteten und sie bereit waren, gegen den Lichkönig vorzugehen, erhob sich die Stadt in die Lüfte. Nun können wir die Schönheit der Arkanlehre der Stadt in den Himmel Nordens sowie den verheerten Inseln betrachten. Hier derweil finden wir die letzten sturen Bewohner Dalarans, die ihre Stadt auf dem Boden nicht verlassen möchten. Das Vorgebirge des Hügellands ist ein schönes Questgebiet, in dem wir vieles über die Geschichte und den Zwist inner sowie auch außerhalb der Allianz im Spiel erleben dürfen. Und auch wenn dieses Gebiet wahrscheinlich heutzutage vorwiegend nur noch von Horde-Spielern besucht wird, können wir zumindest in Klassiker ahnen, welch friedliche Landschaft hier früher geherrscht haben muss. Lange nachdem die Gefahr der Armani-Trolle gebannt war
Und lange bevor die Verlassenen ihren Feldzug gegen die hier noch lebenden Menschen gestartet haben. Damit vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Habt einen schönen restlichen Tag und wir hören uns wie gewohnt, wenn es wieder Let's Talk About heißt. Auf dann!